Knutetag, meine lieben Paarhufer, und herzlich willkommen zur Verlosung. Man hört es vielleicht, ich bin ein bisschen krank. Aber egal, ich habe jetzt eure Namen alle notiert, alle aufgeschrieben, alle zusammengeschnippelt und in die jeweils passenden Schälchen gelegt. Noch eine Sache dazu, es gibt gleich im Anschluss nochmal eine Verlosung. Wichtig, jede Person, die teilnimmt, entweder in YouTube kommentieren oder in Facebook, nicht doppelt, weil ich habe gemerkt, dass viele doppelt eben sich nominiert haben, teilweise auch in YouTube für Box 1 und in Facebook für Box 2, und ich habe ja gesagt, jeder kriegt nur eine Box. Habe ich dann auch aussortiert, aber nur, dass ihr es wisst, das gilt dann nicht. Hab euch jetzt aber trotzdem reingenommen, aber halt jeweils dann entweder in Facebook raus oder in YouTube rein, je nachdem. Dann nochmal auch an alle danke, die teilgenommen haben. Ich hätte nie gedacht, dass es so viele Leute werden, die teilnehmen. Das fand ich wirklich sehr cool. Sind auch viele Leute jetzt in den Schälchen drin jeweils. Ich glaube, für Box 3 hatten sich sogar die meisten Leute nominiert. Box 1 und 3 waren es. Damit die Leute, die nichts gewonnen haben, nicht zu traurig sind, haue ich jetzt erstmal, bevor ich die Gewinner bekannt geben, wir die zusammenziehen, noch ein anderes Gewinnspiel raus. Und zwar... Bim! Es gibt dreimal super coole Pixeltaschen zu gewinnen. Das Coole daran ist, ihr könnt, wie ihr hier seht, die Pixel abnehmen und euch dann ein eigenes Motiv zusammenstecken. Da gibt es jeweils pro Gewinner, also es gibt drei Gewinner und jeder Gewinner bekommt so eine coole Tasche und noch einen Pulli. Die Pullis sind ja sehr gut angekommen. Das hätte ich nie gedacht. Teilweise haben die Leute gesagt, sie hätten lieber den Pulli als sonst irgendwas. Deswegen dachte ich, verlose ich jetzt nochmal. Und wenn danach noch eine große Anfrage besteht, wo mir eigentlich schon einige Leute auch geschrieben haben, sie hätten die gerne, würde ich sogar einen kleinen Online-Shop machen, wo es diese Pullis dann gibt. Bin auch gerade dabei, mehrere Motive noch zu machen, wie zum Beispiel mit Knutastisch, weil das habt ihr alles so eingebürgert, das ist einfach unser Running Gag. Das werde ich dann noch irgendwie cool einbringen, mit auch einem coolen Motiv und allem, da freue ich mich schon sehr drauf. Braucht aber noch ein bisschen Zeit, also Geduld, aber ich halte euch auf den Laufenden, ich möchte, dass das cool aussieht. Auch zum Thema Autogrammkarten fand ich sehr lieb, dass ihr mich das fragt, aber ich war ein bisschen überfordert, weil ich habe noch nie Autogramme gegeben, aber ich mache natürlich gerne welche für euch. Danke dafür. Und auch noch Dankeschön für die Leute, die mich abonniert haben. Wie gesagt, das ist ein Gewinnspiel, dürfen alle teilnehmen. Ihr seid nicht verpflichtet, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmt, mich zu abonnieren. Nein, nein, nein. Abonniert mich nur, wenn ihr sagt, hey, der Channel gefällt mir, die macht coole Games und ich finde die sympathisch. Dann super gerne, aber ansonsten fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ihr müsst, um in dem Gewinnspiel teilzunehmen, mich nicht abonnieren. Das ist wichtig. Sei denn, ihr wollt auf dem Laufenden bleiben. Es wird nämlich jetzt diese Woche bis nächsten Mittwoch das Gewinnspiel für die Pixeltaschen und Pullis geben. Danach kommt ein Gewinnspiel für Let's Player. Da gibt es dann quasi eine super coole Kamera zu gewinnen und noch Greenscreens. Im November gibt es für PC-Gamer und PlayStation 4-Gamer Fallout 4 und Black Ops 3 zu gewinnen. Das ist doch mal was. Und danach muss ich erstmal meine GNU-Börse ein bisschen schonen. Denn die GNU-Groschen müssen dann erstmal wieder ein bisschen wachsen und dann gibt es auf jeden Fall zu Weihnachten neue Gewinnspiele. Wichtig für die Leute, die ich jetzt ziehe, sorgt dafür, dass ich euch in Facebook oder YouTube anschreiben kann. Wir hatten schon mal das Problem, dass in Facebook ein Kandidat gewonnen hat, der über Nachrichten nicht zu erreichen war, weil er alles privat gestellt hat. Achtet da drauf. Und wichtig, wenn sich einer der Gewinner nach 5 Tagen nicht meldet, werde ich einen neuen ziehen, weil... Ich schicke die Pakete zusammen durch und mache die Pulli-Bestellung zusammen und die anderen sollten nicht so lange warten. Also meldet euch. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit der Verlosung. Ich würde sagen, Box 1, hier seht ihr auch die ganzen Namen drin, wird jetzt gezählt. Und ich ziehe, lass mal durchschütteln. So, ich ziehe... Lynette Creed. Ich blende die Namen unten auf jeden Fall noch ein. Hier könnt ihr es sehen. Glückwunsch, Box 1 ist dein. So, dann kommt Box Nummer 4. Auch shaken, 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 shaken. Hier auch nochmal die Namen, wenn ihr sie sehen wollt. So, dann ziehe ich mal. Gewonnen hat
Aaron Feller. Hier nochmal der Name. Glückwunsch, dir gehört Box 2. So, dann nochmal. Box 3. Super Lex. Wie gesagt, ich blende euch den Namen nochmal ein. Glückwunsch an euch. Ich hoffe, die Boxen haben euch gefallen. Wundert euch nicht, ich habe bei jedem, der aus, damit ich nämlich Facebook und die YouTuber auseinanderhalten kann. Das bedeutet, die Leute, die in YouTube geschrieben haben, haben hinter ihren Namen ein Herzchen bekommen. Und die Leute, die in Facebook geschrieben haben, haben kein Herzchen bekommen. Damit ich nämlich später unterscheiden kann, wen schreibe ich jetzt in Facebook an und wen in YouTube. Glückwunsch an euch, ich freue mich wirklich für euch und auch für die Leute, die nichts gewonnen haben. Wie gesagt, bewerbt euch für das Neue, für die neue Verlosung. Schreibt einfach jeweils einmal in Facebook oder YouTube, nicht beides, teilnehmen. Einfach nur teilnehmen und jeder, es gibt einmal diese Pixeltasche in Gelb, wie ich sie gezeigt habe, und zweimal in Orange, das ist aber kein großer Unterschied. Und ihr bekommt jeweils so zwei kleine Pixelpäckchen mit in verschiedenen Farben, da könnt ihr euch was dran stecken. Ansonsten ist der Link auch unten, wo ihr euch noch mehr von diesen Pixeln bestellen könnt, die sind auch nicht teuer. Dann sage ich vielen Dank, ich wünsche den neuen Leuten für die Neuverlosung viel, viel Glück. Das sind echt super coole Sachen, muss ich sagen. Ich habe die Pixeltasche auch mal geschenkt bekommen und ich finde die super cool. Und die Auslosung gibt es dann am nächsten Mittwoch für euch. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Teilnehmen und fürs Zuschauen und ich wünsche euch eine gesunde Woche und bleibt fit. Und für die Leute, die erkältet sind, ich wünsche euch eine gute Besserung. Nein, ich wünsche euch eine gute Besserung. Und dann sage ich, wir sehen uns im nächsten Video. Nicht enttäuscht sein, wie gesagt, die neue Verlosung ist auch super geil. Und wie gesagt, da kommt noch so viel auf euch zu, da kommt noch so viel zu verlosen, da ist es einfach etwas zu gewinnen. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer krankes Gnu. Tschüss.